backen wir Zimtsterne. Dafür brauchst du 500 Gramm gemahlene Mandeln, 300 Gramm Puderzucker, 2 Teelöffel Zimt und 2 Eiweiß. Für den Guss brauchst du dann noch 125 Gramm Puderzucker und ein Eiweiß. So, die trockenen Zutaten und auch das Eiweiß kommen jetzt in die Schüssel. Und wir werden das Ganze dann zu einem Teig verkneten, entweder mit der Hand einfach oder wie wir hier mit der Küchenmaschine. Ist der Teig dann noch zu klebrig, kann man einfach dann Puderzucker noch hinzufügen. So, nachdem wir den Teig mit der Küchenmaschine verknetet haben, kneten wir jetzt noch ein bisschen nach. Dann bestäuben wir die Arbeitsplatte mit Puderzucker und rollen den Teig dann aus. So, also nachdem wir den Teig verknetet haben und uns mit Puderzucker geholfen haben, dass er nicht mehr so klebrig ist, haben wir Zimtmännchen ausgestochen, ja, da wir das netter finden. In der Zeit haben wir auch schon das Eiweiß steif geschlagen und den Puderzucker umgerührt. Und jetzt werden wir die Zimtmännchen mit diesem Zuckerguss, Puderzuckerguss bestreichen. Und das machen wir jetzt mit allen so. Zimtglöckchen kommen jetzt für 10 bis 15 Minuten bei 150 Grad in den Ofen und ihr könnt hier sehen, dass wir nicht überall den Guss drauf geschmiert haben, einfach weil es auch manche gibt, die es nicht mögen. So sehen dann die Zimtmännchen aus, wenn sie fertig gebacken sind. Nun könnt ihr sie abkühlen lassen und dann essen. Viel Spaß dabei!